Ich bin der Roberto Turco, ich bin Elektroinstallateur bei der Firma Köppe Elektrotechnik und heute stelle ich euch einmal den Laserliner Video Flex G4 Max vor. Und zwar hatten wir folgendes Problem: Wir hatten bei einem Kunden eine abgehängte Decke, in der wir Leuchten einbauen sollten. Problem ist jetzt, dass die Verkabelung durch den Trockenbauer natürlich ein bisschen verwinkelt in der Decke lag. Um das Kabel zu finden, habe ich dann die Videoflex G4 Max genutzt mit der Kamera und der LED vorne dran. Den Vorteil, den die LED vorne an dem Linsenkopf natürlich hat, ist, in kleineren Ecken besser auszuleuchten. Gerade in den Bereichen zwischen 30 und 40 cm, die etwas weiter weg sind, leuchtet die LED natürlich auch jede kleinste Ecke noch gut aus und sehr gut halt auch auf dem Display erkennbar. Sehr flexibel mit dem Arm und der Kamera natürlich reinschauen, woran das Problem lag. Und da war halt ganz schnell zu erkennen, dass das Kabel an einer Stelle festklemmte, wodurch mir natürlich sofort die Lösung kam, das Kabel mit einem kleinen Hakenhalter wieder rauszufischen. Und dadurch, dass die Kamera natürlich sehr schön klein und flexibel ist und mit einer LED ausgestattet ist, ist es dementsprechend auch schön gewesen, parallel mit Kamera und Haken zu arbeiten, wodurch dann sofort das Kabel halt rausgefischt werden konnte. Der Flexkopf vorne, der auch nicht zu steif ist, lässt sich halt auch wunderbar in die kleinsten Ecken noch biegen, wodurch sich ein deutlich komfortables und flexibles Arbeiten gewährleisten lässt.